dem 29. Duisburger Weinfest. Ja, und jetzt haben wir hier schon einen relativ alteingesessenen Hasen, und zwar Bernd Frieden, B. Frieden, das Ganze als Abkürzung, weil auch seine Frau noch mit dabei ist bei diesem Familienunternehmen. Fangen wir erstmal an, was zieht Sie hier eigentlich nach Duisburg? Wir sind hier aus Duisburg, ein sehr gern gesehener Gast, und wir haben sehr viele Freunde hier, wir haben sehr viele Kunden hier, und wir fühlen uns jedenfalls mal wohl hier, wenn wir in die Stadt hineinkommen, nicht nur beim Ausleben, auch zu Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Duisburger Weinfest, die größte Veranstaltung für uns, aber auch sind wir auf der Hauptstraße im September, wo wir unsere Weinpavillon noch einmal aufbauen für unsere Weinkunden, die zum jetzigen Zeitpunkt im Urlaub sind. Ist Duisburg ja eigentlich eine Biertrinkerstadt, aber nichtsdestotrotz mein Eindruck beispielsweise jetzt von den letzten 4 Tagen war der ja, dass hier Wein einfach absolut hingehört. Wein gehört zu Duisburg genau wie das Köping in die Stadt, und weil der Weintrinker halt eben hier die Möglichkeit hat, sehr viele Weine gerade bei dem Weinfest zu genießen, was auch mal für Gebieten aus Deutschland, der Weinhandel in Deutschland, und wir gehören auch von der Mosel natürlich genauso dazu. Und wir werden hier renoviert von unseren Kunden und alle finden das toll hier. Und auch, wie hier auch wieder das Wetter her, und es ist eine stimmige Veranstaltung auf beiden Seiten von jedem Unternehmen. Jetzt ist mir beispielsweise aufgefallen heute, als ich an Ihrem Stand war, dass einige Sachen sogar schon komplett ausverkauft sind. Das ist korrekt. Wir haben hier 4 Tage einen Dienst zu tun und Wein anzubieten und all den Gästen nur Bier zu geben. Und natürlich nach 4 Tagen sind wir auch irgendwo mal an die Grenze angelangt, wo wir können sagen, dass ein oder andere ist nicht mehr vorrätig, und wir können im Moment da nicht weiterhelfen. Wir sind nicht mehr mit dem Rücken. Das ist doch immer der eine oder andere, aber einige Weine sind schon ausgekommen. Also mit anderen Worten, man könnte auch sagen, dass es eigentlich ein Kompliment, dass so etwas passiert in dem Moment. Aber jetzt machen wir mich davon, was würden Sie sagen, welche Weine sind bei Ihnen in diesem Jahr so am besten gelaufen? Das ist ganz einfach. Wir haben ja die älteste Weißweinrebsorte im Alpen hier im Angebot mit dabei. Das ist die Rebsorte Albus, früher im Römerhafen mitgebracht. Also die Stadt hier, wo wir herkommen, gegründet haben. Und wir haben eine Geschichte mit der nächsten Rebsorte von 2000 Jahren. Das heißt, 2000 Jahre Weinkultur. Ich denke, wir haben auch die Zahlen hier nach Wissen hinein, die Metrik etwa. Und das ist ein Wein, der ist einfach zu kompliziert, einfach gut passend im Sommer. Der schöne Sommerwein, der absolute. Und das ist ein Wein, den wir halt eben hier auch selbst ausgekauft haben, weil uns die Leute hier mit überlaufen. Aber auch wir haben andere Wirtschaften dabei, die Burgunder, wie der Buxerborn, der kommt aus Frankreich, und aus der Nähe von Frankreich, eigentlich von Kanadäck, Frankreich, Luxemburg, Deutschland. Ich denke, da kommen wir denken, hier verbrannt und da auch. Dieses Duisburger Weinfest auch ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal, weil hier gibt es keine Händler, sondern hier gibt es ausschließlich Erzeuger, sprich Winzer. Wie schätzen Sie dieses Konzept ein? Das Konzept ist genau das, was wir als Winzer einmal mögen, was aber auch von den Kunden unheimlich akzeptiert wird. Man hat hier eine familiäre Bindung, das auch zu gründen. Man hat halt eben die Akzeptanz sehr nah hier. Wir haben viele der Kunden, die in Duisburg sind, sind auch schon mal zu Hause gewesen. Das heißt, als ich bin in Winzer, kommen nach Duisburg. Auch die Duisburger fahren in die Weinanbindung mit und schauen sich die Liebe an, schauen sich die Gegend an, gehen zum Wandern, gehen halt eben noch die Messe selbst mit Schreiben an Kunden. Und natürlich erleben den Wein von oft zu Hause bei ihrem Winzer und können damit sich besser identifizieren, auch mit Duisburg und halt eben wieder mit ihrem Wein, den sie nachher zu Hause auf die Stimmung. Ist irgendetwas, wovon Sie jetzt sagen würden, das muss ich doch hin verbessern, oder können Sie sagen, Sie sind wunderbar zufrieden? Mein Name ist Jan Frieden. Ich bin grundsätzlich auch mal zufrieden. Es gibt natürlich immer kleine Momente, wo man dann arbeiten kann, aber wir arbeiten ständig daran. Und wir haben hier wirklich das frische Quartal in der Mannschaft und in der Holz, ja, das Kompliment dieses Mal. Das ist ein Fest, was wir auch in der Mission her top. Hatten Sie selber schon angesprochen, dass also hier viele Weinbaugebiete verbräuchlich insgesamt vertreten sind. Das sind zwar noch nicht alle Deutschen, aber das sind doch sicherlich die wichtigsten. Das Gruppe Deutschland ist abgesteckt. Wir haben einige Anbaugebiete, die anders organisiert sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel Franken, wir haben einen Frankenwinzer hier dabei, oder die Bahn. Das sind Weinbaugebiete, die auch nicht organisiert sind. Und dann ist das halt die Akzeptanz mehr hier in den Wirtschaften. Da haben wir halt eben private Anbieter, private Winzer, mehr Möglichkeiten, die es probieren.
wenn es nach Hause geht, geht es dann direkt wieder in den Weinstock? Muss dann direkt gelesen werden oder wie sieht das aus? Wenn wir nach Hause kommen, müssen wir erstmal tief durchatmen, weil wir einige, sag ich mal, Schützen hier erlebt haben und die müssen erstmal verdaut werden, abgebaut werden. Und, aber wir sind am nächsten Wochenende schon wieder in Duisburg zum Wein ausliefern und dann werden die Bestellungen, die heute eingegangen sind, oder am Wochenende eingegangen sind, werden am nächsten Wochenende wieder ausgeliefert und dann schon wieder die ganzen Kunden hier. Und alle freuen sich und ziehen ein gutes und kostiges Resümee über diese Veranstaltung Weinfestivals für dich aus. Wenn jetzt, ich sag mal, jemand, der keine Gelegenheit hat, sich hier persönlich anzutreffen, hat er eine Möglichkeit, noch mit ihm in Kontakt zu treten? Heute gibt es ja immer die modernen Medien auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, unter den Regierenden zweite Möglichkeit, in Duisburg-Neudorf auf der Straße wieder uns kennenzulernen, beziehungsweise man hat auch die Möglichkeit, über Weinfässern den Kunden zu bedienen. Und das gibt es dann von einem vier Werktagen an der Kunde sein Wein. Von der Rose frisch aus dem Keller nach dem Motto, direkt nach Hause, hinter die Haustür. Das hört sich richtig prima an und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch, das Gespräch zu bleiben. Ich danke Ihnen auch und ich wünsche der Stadt bzw. auch Ihnen vorgestellt, dass in den nächsten Jahren ein wunderbares Weiterkommen so. Wir sind auf einem guten Weg und wir sind so gut.